Willkommen zurück beim Witcher Folge 22 müsste das sein. Und wir sind immer noch auf Hexenjagd. Ich habe in der Pause mal nachgeschaut, was mich diese temerische Rüstung kosten würde, die Brom im ersten Gebiet mir verkaufen würde. Die kostet mich 1040 Gold und das ist mir ehrlich gesagt noch zu viel. Deswegen behalte ich jetzt mal diese schmucke Rüstung und verfolge die Quest. Der Questmarker zeigt mir hier diese Bäuerin an. Mal schauen, vielleicht hat die ja was zu melden. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Ich suche die Hexe. Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I didn't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's set in now. Should be hunting foxberries to feed our young'uns. Marion's lad, now that man, he knows how to provide for his family. Got some water rats last. They had food for days. Ein Wasserrat. Naja, er meint Bisam. Mom said if I'm good, she'll send me on the trail of treats. Ist er die faule Sau? Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. Ah, da müsste ich mal. Ach so. You're hard at work. Won't interrupt. Jo, wenn wir den überreden können und wir noch zu doof dafür sind, dann bauen wir hier doch mal schnell um. Denn ich habe mir extra diese verbesserte Axi-Stufe geholt. Probieren wir es doch gleich nochmal. I told you I'll say nothing about the witch. Ah. You sure? Give it a think. Won't take no for an answer, will ye? Ooh, alright. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that, then to the woods. Find the old cart. You're there. Thanks. It's just... Don't harm her, sir. Word of your kind's reached these parts. My kind, meaning? Well, the witch-burning kind. Witch hunters have been here already? Nay, but we've heard tell of them. So, when I spied you coming, swords and all, straight away, I thought tales must be true. I'm a witcher, not a witch hunter. Hmm? What? Not one and the same? No. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off me heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on the eyes, if you like them skinny. Thanks for your help. Farewell. So, so. Na gut, dann suchen wir die Gute doch mal. Also wie vom Teich Richtung Pfad und dann zum Felsen und dann zum, durch den Wald zum Karren. Supposed to be a large stone near the pond. Ah ja. There's the boulder. Now right and on to the cart. Oh, das ist wieder so ein Necker. So, dann schalte ich hier aber wieder um. Ah, Quatsch. Den finde ich mit der Heilung einfach noch ein bisschen praktischer. Der Tag wird kommen, wo wir sie alle einsetzen können. Hoffe ich. Ah!
witch's hut is somewhere nearby. Ja, vielleicht hier hinten, oder? Oh, da ist schon einiges los. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor, pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow, none other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn. Thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. A thousand thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. Genau. She's quick to hire, apt to take revenge. Bitch is in a proper fury. Needs a man. Das ist immer die Argumentation. Frau schlecht gelaunt oder kritisch braucht unbedingt einen Mann. Männer alles besser machen. Anyone home? Ordinary ointment. Nothing special. Rezept für schwarzen Kajal. Schwarzer Kajal im Handumdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nehme man zu sich, sie kann einem nur gut tun. Geil. Wenn man unbedingt aussehen will wie Robert Smith von The Cure, dann ist das genau das Richtige. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Aha. Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm, du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Viserat dich morgen Abend nicht braucht, komme ich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien. Oder mehr. Deine K. Anscheinend steht sie auf einen Alexander, der Seuchenforscher ist. Dann können wir ja erstmal das Proviant klauen. Und alles andere. Höllentor. Flop. Well, well. Nice. Ja. Praktisch. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Spart man auch die Miete, ne? Wie praktisch. Greetings, Witcher. Ach, schön in der Badewanne. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to Gore.
No. To talk. Turn around and wait. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world, don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Das wäre zu offensichtlich. Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horseshit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy. Not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea. No offering for the witch. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. Yeah. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage.
What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcops. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Ja, dann brechen wir doch gleich auf. Ich habe sonst nichts mehr zu tun, oder? Let's go then. Yes, let's. Erstmal. Ah, ein Stufenaufstieg. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Wanderung im Dunkeln. Bevor wir hier reinlaufen, schauen wir erstmal, was das uns gebracht hat. Da kann ich jetzt noch nichts Neues einsetzen. Und im Inventar, da würde jetzt dieses Beil zur Verfügung stehen, aber ich glaube, das war sowieso ein Quatsch, das die ganze Zeit mitzuschleppen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit Geralt gesagt habe. Ich meine, der heißt Geralt of Rivia, Verzeihung. Tatsächlich, ja, so ein Schmarrn. Also das Beil kann dann weg. Ein Wetzstein. Drei Puppen. Und wieder jede Menge Krempel. Ah, diese Sternchen. Jo. Dann guckt man da nochmal rein in die Ruine. Ne? Gvella Glan. Oh, praktisch. Lichtzauber. Kann ich alle anzünden, oder? Kann auch nicht schaden für ein bisschen Beleuchtung. Eine Truhe. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent, then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Na toll. Sehr gut gemacht. Was war denn das gerade? Ein Meistergegenstand. Leichte Rüstung, ja. Bisschen besser bei Durchbohrungsschaden. Besser bei Aufschlitzen, dafür schlechter bei Zerschmettern. Ein Punkt weniger. Nee, dann behalten wir den, die wir haben. Was ich übrigens auch noch gesehen habe, was ist denn das hier? Ah, Scheuklappen, was ist denn da? Das
Es gab hier diese zwei Karten, die ich den Typen da abgekauft habe, den Händlern. Und wenn man da mal drauf schaut, es sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch mit dem einen, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf dieser Karte eingetragen. Als ich Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Artimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie alle auf der Karte eingezeichnet, genau. Die kennen wir auch schon alle. Das ist nämlich eine Sammelquest für die Katzenschulen-Ausrüstung. Aber, wenn ihr mal schauen wollt, die ist auch zwischen Level 17 und 23, gehen uns also erstmal noch nichts an. Deswegen machen wir die erst, wenn es soweit ist. So, hier vorne gibt es eine Gruppe Ertrunkener. Den werden wir schon fertig, glaube ich. Halt. Seine Kreise jetzt aber. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich weiß nicht, was das noch für ein Gegner hier ist, aber da war gerade nichts. Und in der nächsten Folge wollen wir da mal sehen, was sich in dieser Höhle verbirgt und was die wilde Jagd da zu suchen hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder zu. Bis zum nächsten Mal.